erzähl ruhig. Dann erzähle ich dir etwas zu. Ja, wir können hier die Seitenlinie fühlen. Und auf der Seitenlinie schneiden wir den längs. Das wird gerade durchgeschnitten. Das kommt hier vorne. Der Schnitt. Hinten am Schwanz kann man dann das Filet anheben und dann über das kurze Messer, macht sich besser. Ich höre gleich. Und jetzt ist es immer schön, wenn man jemanden hat, der einem zur Hand geht. Das Ganze hier festhält. Genau. Jetzt schaue ich mir die Finger. Hier schneiden wir hier eine Flossensaum links. Kurze Frage, Robert, ist das dann ein tierischer Aufriss, wenn du mit der Seite fertig bist jetzt, mit dem Stück, was du jetzt gerade rausschneidest, wenn den Fisch dann einmal um seine Achse längs drehen, dann schneide ich, dann habe ich das andere Video genau von der anderen Seite. Sehe ich von hinten dein Messer, weißt du, wie ich meine? Oh, das kriegen wir schnell geregelt. Super. Das ist gut. Es wird ein gutes Video. Ist auf Play. Okay. Gut, schauen wir mal im Magen nach, was unser Zielfisch so gefressen hat. Das kannst du aber trotzdem nicht bringen, Robert. Okay, das ist nur total wichtig. Ja, ich weiß, aber trotzdem, du kannst nicht so eine Blut- und Schmatter-Szene. Das will leider keiner so richtig sehen. Ich denke mir schon, dass es für die Leute interessant ist, was der Fisch gefressen hat. Ja. Ah, du weißt doch mit. Da? Ja, okay, sorry, bitte. Sehr wohl genährt, das Tier. So, und weiter. Na, nimm mal die Finger weg. Ja. So, jetzt gibt's. Ja, was du am Anfang hast. Jetzt kannst du ihn wieder ein bisschen beiseite halten hier. Kommst du da ran? Ja. Hier vorne rein.
ganz vorne. Minimal Verschnitt. Aber das kann man ja morgens um 4, glaube ich, verkraften. Ja, und das gleiche Spiel nochmal von vorne, ne? Beherzter langer Schnitt. So, mal aufklappen bitte. Rüber zum Schreiben, wenn die anderen verglichen werden.
So, da haben wir, glaube ich, nicht mehr so viel dran gelassen.